Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Busen, in der Tat, ich kann mich Herrn Meesters anschließen. Aus Ihrem Paket Parlamentarischer Jägerabend 2016 ist das bei weitem der bessere Antrag gegenüber dem, den Sie gestern gestellt haben. Und deshalb kann ich auch hier schon mal sagen, dass wir uns freuen auf die Beratung dann im Ausschuss. Sie haben ein aktuelles Problem der Jagd richtig benannt. Und auch wir sind der Meinung, dass sich die Jägerinnen und Jäger da zu Recht drüber ärgern und dass das so eben nicht praktikabel ist. Die Ursache, auch das ist jetzt schon mehrfach gesagt worden, ein Urteil Bundesverwaltungsgericht, dass eben keine Waffen mehr benutzt werden dürfen, die Magazine mit mehr als zwei Patronen aufnehmen können. Und das heißt natürlich für viele Jägerinnen und Jäger, dass sie ihre Waffen im Schrank lassen müssen. Wir finden die Regelung, die jagdgesetzliche Regelung, dass man Waffen mit zwei Schussmagazinen verwenden kann, richtig, weil sie in der Tat, wie Sie auch in der Überschrift drinstehen haben, mehr Tierschutz ermöglichen. Würden allerdings sagen, Sie hätten den Titel Ihres Antrags etwas erweitern sollen, weil uns ist ein zweiter Punkt auch schon noch wichtig an der Stelle. Es geht nicht nur um mehr Tierschutz, weil man noch mal schnell nachschießen kann, wenn der erste Schuss nicht richtig getroffen hat, sondern es geht auch darum, dass Jagd effektiv betrieben werden kann. Und deshalb hätte ich es gut gefunden, wenn wir es mit aufgenommen hätten. Da tun sich manche Jäger ja immer noch schwer damit. Herr Fehring hat es angedeutet, dass viele Jäger sagen, das ist doch nicht weitgerecht, wenn man noch mal halbautomatisch nachlädt und schnell schießen kann. Da hat das Wild keine faire Chance gewissermaßen, aus alter Tradition heraus. Aber ich glaube, wenn wir noch mal uns vor Augen halten, wie der Wildbesatz ist, gerade bei Rotwild in Nordrhein-Westfalen, wenn wir da noch mal einen Moment drüber nachdenken, wir haben es auch ein paar Mal diskutiert, gerade auch in Ostwestfalen, im Paderborner Land, wenn man weiß, dass wir einen Rotwildbesatz haben in den Rotwildbezirken, der dreimal so hoch ist wie das, was eigentlich sein sollte. Wir haben anstatt 5.000 Stück Rotwild haben wir 15.000 Stück in Nordrhein-Westfalen. Da sind wir allein deshalb schon der Meinung, dass es richtig ist, dass diese Waffen eben weiter auch eingesetzt werden können. Denn ein dermaßen überhöhter Rotwildbesatz verursacht, wenn man sich das mal in Kleinberg angeguckt hat, massive Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen, massive Schäden an Wäldern. Wenn man die Schälschäden gesehen hat, da werden die Bäume bis 2 Meter Höhe werden die geschält. Und das können wir alle auch zusammen nicht wollen. Deshalb wollen wir eine effektive Jagd an der Stelle. Das ist auch Ziel des neuen Jagdgesetzes gewesen. Wir möchten, dass Wälder sich wieder von selbst verjüngen können. Alles das geht nur bei angepassten Wildbeständen. Und deshalb auch da so ein kleiner Hinweis. Ich kann das verstehen, Herr Busen, dass Sie das in Ihrem Antrag drinstehen haben. Die Bewegungsjagden sind kein besonderes Hobby, keine Spezialität unseres Landesumweltministers, sondern sind in der Fachwelt unumstritten, dass sie das Mittel der Wahl sind bei dermaßen überhöhten Wildbeständen. Und ich glaube, von daher können wir auch alle da einheitlich der Meinung sein, Bewegungsjagden sind richtig, das zu machen. Und dazu gehört auch, wie Sie es geschrieben haben, gehört eben auch die Möglichkeit dieser Waffe. Die Frage Tierschutz, glaube ich, kann man ein bisschen differenziert bewerten. Es gibt auch Kritiker, die sagen, na, wenn man mehrere Schuss hat, ob dann beim ersten Schuss so genau gezielt wird, abgewartet wird oder wird dann vielleicht doch schneller geschossen, weil man hat ja noch sozusagen einen zweiten, einen dritten Schuss. Also es gibt auch kritische Stimmen. Ich würde da eher in Ihre Richtung tendieren. Falsch finde ich aber den Satz, den Sie gesagt haben, bei Bewegungsjagden seien die Jäger zu immer schnelleren Schussfolgen gezwungen. Also wenn das so wäre, vielleicht meinen Sie es auch ein bisschen anders, dann wäre ich eigentlich gegen Bewegungsjagden. Am Ende ist der Jäger immer in der eigenen Verantwortung, ob er abdrückt oder nicht. Und er muss sich sicher sein, dass er trifft, dass er vernünftig trifft, dass er den Schuss so ansetzt, dass es passt. Wir sind uns also im Grundsatz einig. Wir wollen die halbautomatischen Waffen mit Zweischussmunition für die Jagd erhalten. Sie betonen den Tierschutzaspekt. Ich selbst würde noch mal eben hier die Effektivität nach vorne stellen. Ich stelle auch die Frage, wie Herr Meesters, brauchen wir wirklich dazu eine Bundesratsinitiative? Sag mal, wenn der Bundeslandwirtschaftsminister ankündigt, er will aktiv werden, dann können wir ja mal warten, ob er das tut. Allerdings, ja, da könnte man natürlich wieder denken, dann lass uns lieber eine Bundesratsinitiative machen, bevor wir so lange warten. Aber wir haben jetzt mal die Hoffnung, dass das tut. Ich freue mich drauf, dass wir im Ausschuss miteinander darüber diskutieren werden. Und dann gucken wir mal, wie wir da weiter mit umgehen. Vielen Dank.